Der reale Corona-Irrsinn. Ein Apotheker im nordrhein-westfälischen Flotow hatte eine verrückte Idee. Um der Corona-Pandemie schnell Paroli zu bieten, lud er zu einer Impfaktion mit Impfarzt in seine Apotheke ein. Die Termine waren schnell vergeben, doch plötzlich ein Anruf. Von der Gesundheitsbehörde Herford. So 3 Stunden vor Beginn der Aktion hat meine Amtsapothekerin, sprich die Aufsichtsbehörde, angerufen und mir mitgeteilt, dass die Aktion nicht legal sei, weil sie in der Apotheke stattfindet. Sie versucht ja mit einer Brücke zu bauen, indem sie sagt, okay, wenn ich da ein Zelt vor die Apotheke stelle, dann kann ich das ja alles ordnungsgemäß mit der Praxis machen. Genau, im Zelt vor der Apotheke wäre das Impfen erlaubt, aber nicht in der Apotheke. Denn Corona-Schutzimpfungen sind keine pharmazeutischen Dienstleistungen und dürfen daher nicht in Apothekenbetriebsräumen durchgeführt werden, sagt § 1a Absatz 11 Apothekenbetriebsordnung. Wenn ich dann eine leere Pommesbude dafür angemietet hätte, wäre es in Ordnung. Aber wie gesagt, in Apothekenbetriebsräumen nicht. Herr Mosch hat die Impfaktion übrigens trotzdem durchgeführt. So wurden einfach mal 84 Menschen geboostert. Ach ja, ab Januar erlaubt der Gesetzgeber jetzt auch Impfungen in Apotheken. Kein Problem dagegen, Impfungen in Kneipen. Direkt neben dem Zapfhahn. Ist ja auch so praktisch. Ja, da habe ich gedacht, wir können dann direkt danach hier essen gehen. Also sehr unkompliziert. Eher kompliziert war es allerdings für Axel Goike, als er sich in einem Impfzentrum in Wuppertal eine Boosterimpfung geben lassen wollte. Der 63-Jährige zeigte seinen Impfpass dem Security-Mann und... Er sagte uns dann, es täte ihm furchtbar leid, aber er hätte die strikte Anweisung, niemanden ins Haus zu lassen, der nicht 6 Monate um hätte. Das wäre genau 5 Stunden und 55 Minuten später gewesen. Herr Goike, Sie waren nun mal erst am 28. November 0 Uhr impfberechtigt. Sie waren aber schon am 27. November 18.05 Uhr da. Das heißt, Ihnen fehlten 5 Stunden und 55 Minuten zur Impfberechtigung. Da müssen Sie sich gar nicht wundern. Also, dass wir uns darüber gewundert haben, ist dezent untertrieben. Wir fühlten uns auf Deutsch gesagt irgendwie gerade im völlig falschen Film. Ach ja, und dann sind da noch die Impfunwilligen im niedersächsischen Rothenburg. Sein Rezept gegen Corona ist bestechend einfach. Meiner Meinung nach hätte die Regierung von Anfang an sagen sollen, wir machen Fitnessprogramme auf den Marktplätzen. Aber glauben Sie, dass mit ein paar Kniebeugen auf dem Marktplatz sich Corona bewältigen lässt? Ja. Endlich. Die Menschheit hat das ultimative Rezept gegen Corona gefunden. Oder wie hat das kürzlich eine Dame in Rothenburg formuliert? Es gibt eine ganze Menge Leute, die haben einen Haschmich, ich bin der Frühling. Wenn es die Leute kriegen, kriegen sie es erst im Kopf. Aber das in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Hä? Jugendsprache? Ja, Jugendsprache kann ich, natürlich. Hey, ihr Swiffer, was cruncht? Schon unseren Kanal abonniert? Und lookt auf jeden Fall in die ARD-Mediathek. Da gibt's jetzt das Browser-Ballett als Sitcom-Satire in Serie. Mit Luise von Fink und Schlecki Silberstein. Und bangt die Glocke, ihr Floppies.